Gerade von Ikea komme ich nur nach Haus. Möbel, wie wunderlich siehst du mir aus. Schrauben oder Dübel, alle Löcher vertauscht. Möbel, ich merke es wohl, du bist berauscht. Löcher und Winkel, die passen doch nie. Ich baue sie zwar ein, ich weiß bloß nicht wie. Rollen und Schienen, das ist doch ein Witz. Das saudumme Möbel ist ziemlich beschwipst. Kommt noch dazu, ihr ratet es kaum. Die Pläne sind für mich ein Horrortraum. Es kann doch nicht wahr sein, ich sag es ganz offen. Die sind aber richtig total besoffen. Was soll ich von dem Gekritzel nur halten? Da kann man doch kein super Möbel gestalten. Bis hierher ist alles ganz dumm gelaufen. Einzig hilft nur noch einen Saufen. Dann diese Seiten, was muss ich da sehen? Die können doch wirklich nicht richtig bestehen. Die wackeln und klappern ob hin oder her. Die sind betrunken, zwar beide ganz schwer. Alles verschwommen, ich kann kaum noch schauen. Was soll ich da wohl zusammenbauen? Ich sag euch nur eines und das steht fest. Diese Kommode, die gibt mir den Rest. Schaut mal die Farben, dann seht ihr es genau. Eine Fachfront ist grün, doch die andere ist blau. Wie kann ein Möbel sich nur so benehmen? Kommode, du solltest dich wirklich was schämen. Alles im Tranier, ob Leisten, ob Leim, mag ich darunter nicht nüchtern mehr sein. Das scheint mir bedenklich, ein vages Stück. Drum kehr ich lieber zum Weißbier zurück. Die Moral von der Geschichte, kauf im Karton die Möbel nicht und musst du es tun, dann rate ich dir, besorg dir eine Kiste Bier.